Ihr fahrt gerne Fahrrad und seid vielleicht auch zum Radsport gekommen, weil ihr technikversiert seid und findet diese Pro-Bikes von den Profis besonders schick. Im heutigen Video zeige ich euch, wie euer Rad den richtigen Pro-Look bekommt. Als ich mit dem Radsport angefangen habe, hat mich eine Sache besonders beeinflusst. Die schicken Räder der Profis. Dabei kommt es nämlich auf die feinen, aber kleinen Details an, damit euer Rad aussieht wie das der Profis. Und die haben ja nicht nur ein Rad zu Hause rumstehen. Die haben ja 4, 5 auf den Materialwagen noch stehen und können immer auf das allermeiste oder auf das allerfeinste Material zurückgreifen. Im heutigen Video zeige ich euch, auf welche Dinge es ankommt, damit euer Rad bei der nächsten GCN Inspiration vielleicht gewinnt. So, den ersten Tipp, den ich für euch habe, damit euer Rad aussieht wie das von den Profis, ist Ballast wegwerfen. Hier so eine Satteltasche oder eine Pumpe, die ihr vielleicht hier am Rad habt, die muss auf jeden Fall weg. Die haben zwar im Schadensfall ihre Berechtigung, aber die Profis können natürlich auf einen Materialwagen zurückgreifen. Und deswegen Ersatzschlauch weg. Außerdem hier so Reflektoren, die haben an einem Profirad auch nichts verloren. Ich weiß, im Straßenverkehr haben sie auf jeden Fall ihre Berechtigung. Und wenn ihr im Dunkeln unterwegs seid, dann solltet ihr auf jeden Fall mit Reflektoren oder mit sichtbarer Kleidung fahren. Aber wenn ihr ein Profirad haben wollt, dann müssen die Reflektoren leider weg. Was man bei vielen Profirädern jetzt sieht, sind extrem große Kettenblätter vorne. Ich habe jetzt hier nur einen 52er, für mich reicht das völlig aus. Aber die Profis, die montieren bei Sprintetappen 55er oder 56er Kettenblätter und bei Zeitfahren sogar bis zu 60er, mit also 60 Zähnen hier vorne, das ist wie so ein riesiges Pizzablech, um halt Maximalspeed zu erreichen und damit die Kette einen geraderen Lauf hat. Ja, wenn euer Bike aussehen soll wie das von der von den Profis, dann muss die Kompaktkurbel leider weg und ihr müsst ein 53er Kettenblatt mindestens montieren. Zugegebenermaßen war ich früher auch immer mit Alulaufrädern im Training unterwegs, aber jetzt bei GCN habe ich das Privileg, immer mit Carbonlaufrädern zu fahren. Und auch die Profiräder sind immer mit Carbonlaufrädern ausgestattet und zwar relativ hohe, also mindestens 50 mm Höhe, denn die Aerodynamik schlägt immer das Gewicht. Das haben jetzt die neuesten Studien dargestellt. Und wenn ihr ein Pro-Bike haben wollt, dann müsst ihr leider eure alten Laufräder wegschmeißen aus Alu und euch solche Carbon-Dinger holen. Die fangen natürlich nicht bei 500 Euro an, sondern da muss man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Aber ich kann euch sagen, nicht nur die Optik gewinnt an eurem Rad, auch das Fahrgefühl. Denn mit so Laufrädern ist man richtig schnell unterwegs. Was man auch bei den Profirädern oft sieht, sind lange Vorbauten mit negativer Neigung. Ich habe jetzt hier auch noch einen aus meinen alten Jahren. Ich weiß gar nicht, wie ich den fahren konnte. 130 mm minus 17 Grad. An dem Rad sitze ich perfekt drauf, ganz entspannt, habe keine Nackenschmerzen mehr. Und der ist nur 110 mm lang. Also wenn man die jetzt mal so miteinander vergleicht, liegen da Welten dazwischen. Aber die Profis machen das aus dem Grund, weil sie dann tiefer sind vorne und aerodynamischer sein können und somit natürlich Watt sparen und somit schneller fahren. Jonas Rutsch zum Beispiel, der hat einen 170 mm Vorbau montiert. Das Video könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Und Adam Blythe war auch immer jemand, der extrem lange Vorbauten mit negativer Neigung gefahren ist und dazu noch den Sattel auch ganz nach hinten geschoben hat. Also echt eine extreme Position. Tja, wer den Pro-Look haben will, der muss halt ein bisschen leiden. Wer es mag, mein Fall ist es auf jeden Fall nicht mehr. Und wenn wir hier schon vorne beim Lenkbereich sind, was man bei den Profis jetzt auch vermehrt sieht, ist, dass der Bremshebel nach innen gestellt wird, damit die aerodynamischer sind und die Hände mehr nach innen machen. Ja, wir haben früher die Leute mal gefragt, ob sie damit gestürzt sind, aber manche sind echt schnell damit unterwegs, zum Beispiel Jan-Willem van Schip oder auch der Belgier Remco Evenepoel. Die machen nämlich auch ihre Bremshebel nach innen und fahren somit allen davon. Deswegen zum Pro-Look gehört es vielleicht dazu. Für den richtigen Profi-Look am Fahrrad gehen wir jetzt zu den Reifen. Und wenn ihr den Reifen aufzieht, dann sollte der in der richtigen Rotationsrichtung sein. Und das Logo vom Hersteller sollte auf jeden Fall auf der Höhe vom Ventil sein. Und wenn wir schon beim Ventil sind, ein feines Detail, eine Ventilkappe hat nichts zu suchen auf einem Profi-Bike. Kommen wir jetzt zu guter Letzt zu den feinen Details, die so ein Profirad ausmachen. Zuallererst sollte das immer blitzeblank geputzt sein und so schön glänzen wie meins. Dazu besorgt euch am besten irgendwie Pflegeprodukte, so ein Bike Protect und ein Mikrofasertuch. Und nach der Wäsche schön sauber machen, schön sauber polieren, damit das Rad richtig schön glänzt.
Mein nächster Tipp ist, wenn ihr elektronische Kabel fahrt und die auseinanderfliegen, dann macht die doch zusammen mit einem Schrumpfschlauch. Im Video, irgendwann im Bike-Build-Video, habe ich das euch auch gezeigt. Das hat einfach eine super saubere Optik, finde ich. Wenn wir schon beim sauberen oder saubere Optik sind, eure Kette sollte auch immer super sauber sein und euer Lenkerband sollte immer frisch sein und nicht abgegrabbelt oder abgenutzt aussehen. Ja, und dann komme ich noch zum wichtigsten Detail, finde ich, das wirklich jedes Profirad hat, und zwar ein Namensschild. Denn es soll schon wohl vorgekommen sein, dass bei der Vuelta der Australier Michael Storer versehentlich das Teamrad oder das Rad von seinem Teamkollegen Johannes Fröhlinger genommen hat zum Zeitfahren. Und der stand dann am Start ohne Rad, musste dann auf dem Ersatzrad 5 Kilometer weit fahren, bis der Storer dann mit seinem Rad stand und die das Rad tauschen konnten. Tja, also ich finde so einen Namenssticker immer ganz gut. Hat mir auch oft früher geholfen, mein Rad vorm Start zu finden. Das waren von mir meine Tipps, wie ihr euer Rad wie ein Profi aussehen lassen könnt. Wenn ich noch einen Tipp vergessen habe, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und schreibt mir auch gerne, welche Sachen ihr an eurem Rad verändern würdet oder ob ihr sagt, ja, mein Rad muss funktionieren, mir ist der Profi-Look nicht so wichtig. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen und abonniert unseren Kanal GCN auf Deutsch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.